Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Sly Cooper Jagd durch die Zeit. Und dieses Mal gucken wir mal wieder in die anderen Zeitepochen. Und zwar können wir da noch gar nicht, stimmt, sehe ich gerade. Wir haben ja das Kostüm noch nicht. Also starten wir noch mal kurz rein hier in die Mission. Ja, ich wurde in den Kommentaren auf jeden Fall gebeten, dass die Parts nicht mehr ganz so lang werden. Beim letzten Mal sind es auch wieder immer so über eine halbe Stunde Parts geworden. Und ich wollte ja eigentlich 25 Minuten bis 30 Minuten aufnehmen. Jetzt sage ich mal 20 bis 25 Minuten. Ist für mich momentan noch einfacher mit der Länge her, dann, naja, werden es halt ein paar mehr Parts, aber, naja, dafür habe ich ein bisschen weniger Arbeit, die Uploads gehen schneller und so weiter, kriegt er nicht mehr so spät nachts ein Part, hoffentlich zumindest, sondern auch mal wieder ein bisschen früher, wäre ja mal ganz schick. Heute ist wieder so, dass ich jetzt gerade von der Politikklausur nach Hause komme und mich jetzt hier so gerade mal kurz was zum Mittag gemacht habe. Jetzt ist es kurz vor 3 und ich nehme den Part auf. Das heißt, bis ich den gerendert habe und hochgeladen habe, wird es wahrscheinlich wieder ein bisschen später sein. Aber naja, kann man ja jetzt nicht so wirklich was dran ändern, ne? Okay. Auftrag ist gleich da vorne. Perfekt. Nehmen wir. Du kannst mich mal. So. Auftrag. Okay. Es sieht so aus, als würde Gallus irgendwo in diesen Zirkuszelten festgehalten werden. Gleich. Ich sehe eine kleine Öffnung oben am Zelt, ganz hinten. Was ich nicht sehen kann, ist, wie du da oben raufkommst. Ja? Verpassen wir jetzt die halbe Konversation, weil wir abgeschossen wurden am Anfang, oder was? Na, ich denke mal, wir sollen das nehmen, ne? Ja, ist gut jetzt. Haben gesehen, dass wir dahin müssen. Hallo? 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 Ich kann nichts machen. Keinen Knopf drücken, nichts. Doch Pause kann ich machen. Boah, das läuft immer super. Okay, merken, wenn eine Konversation startet, nicht abgeschossen werden. Oh, scheiß Dreckseule. Okay, ich sehe da oben links auf jeden Fall einen Schatz, den habe ich vorher noch nicht gesehen. Das ist ganz schick, dass uns der gezeigt wurde, aber wir müssen wohl anscheinend wirklich das Spiel laden. Bah! Mit dem Superpart. Am Anfang ein schön dicker, langer Ladescreen, dass wir hier rein konnten, dann zum Auftrag gehüpft, dann jetzt wieder ein schön dicker, langer Ladescreen. Sly hat schon immer davon geträumt, Trapezkünstler zu werden, ja sicher. Wer träumt das nicht? Ja, und nochmal der Ladescreen. Hey, juhu. Was kann man sich Besseres vorstellen als 3 Ladescreens hintereinander? Hab Geduld im Umgang mit Feuer. Warum kriegen wir jetzt plötzlich neue Tipps? Andere Tipps als die wir vorher gekriegt haben? Merkwürdig. Und warum sollte ich Geduld haben? Geht das Feuer nach einer Zeit aus, oder was? Oder kann ich selber irgendwas mit Feuer machen? Feuerpfeil oder sowas? Okay, als erstes kriegst du einen ab. Oh, als erstes kriegst du aber erstmal was weg hinten. Das Ganze nennt man eine Taschenuhr. Du schießt jetzt nicht ab, verstanden? So ist fein. Okay, dann da drauf. Und jetzt sag mir richtig, Bentley, was wir machen sollten. Okay, es sieht so aus, als würde Gallus irgendwo in diesen Zirkuszelten festgehalten werden. Gleich, ich sehe eine kleine Öffnung oben am Zelt, ganz hinten. Was ich nicht sehen kann, ist, wie du da oben raufkommst. Der Zirkus. Als Trapezkünstler wäre ich unübertroffen. Klar. Also, zurück zum Zelt. Und mit deinem Panzer würdest du die perfekte lebende Kanonenkugel abgeben. Klar, Kanonen. Hör zu, sieh dich lieber bei diesem Turm um. Das ist ein guter Aussichtspunkt, von dem aus wir die Lage peilen können. Na, also geht doch. Und so haben wir die ganze Konversation noch endlich mitbekommen. Oh, es gab also echt einen Grund. Natürlich. Na, dann geht's jetzt ja mal weiter. Was da oben ist denn wohl der Apfel? Neues Kostüm, hallo? Der Bogen, den ich gebaut habe, wäre perfekt. Drücke die L2-Taste, um das Kostüm anzulegen. Okay. Aha, jetzt. Jetzt nimm dir einen Pfeil aus dem Korb. Stell dich daneben und drück die Kreistaste. Oh,
daneben und die Kreistaste. Klein, der Bogen schießt sehr schön. Einen Pfeil mit Seil daran ab. Bahne dir damit deinen Weg. Versuch das Ziel auf der anderen Seite zu treffen. Drücke und halte die R1-Taste zum Ziehen, lass sie los zum Feuer. Ja, ziehen. Okay, gut, auf den Apfel können wir nicht. Dann ziehen wir da drauf und... Feuer. Ah, den kann man auch noch während des Schusses steuern, okay. Dann kriegen wir den Apfel da oben vielleicht doch. Ich habe den Bogen mit einer Vibrationsresonanzfunktion ausgestattet, die die Aerodynamik der Pfeile wirklich verändert. Du kannst mit dem linken Stick sogar einen Pfeil lenken, der noch in der Luft ist. So, ja, habe ich eben schon gemerkt. Schön. Wunderbar. Okay, jetzt haben wir das Kostüm auf jeden Fall. Aber dann gehen wir doch schon mal kurz rein, wenn wir schon mal hier sind. Ne? Also ab nach innen. Dimitri Dusto war ein frustrierter Künstler, der sich den Verbrechen verschrieb und der Claw Gang beitrat. Durch eine seltsame Wendung des Schicksals wurde er später ein geschätzter Verbündeter der Cooper Gang und auch das haben wir schon gelesen. Fällt mir gerade mal so während des ersten Satzes auf. Aber naja. Wer kann sich schon was Besseres vorstellen als den vierten oder den schon den fünften Ladescreen in diesem Part? Ich glaube, es ist der vierte. Da müssen wir noch ordentlich was drauflegen an Ladescreens. Besser geht's ja gar nicht. Wow. Von da draußen sah das Ding irgendwie kleiner aus. Zwei meine Scans zeigen, dass der Boden mit Bewegungssensoren versehen ist. Du darfst ihn also auf keinen Fall berühren. Also, großer Trapezkünstler, dann mal los! Cool. Wie findest du diesen Künstlernamen? Der unglaubliche Gobaroni. Na? Na? Gut, oder? Klingt wie italienisches Hundefutter. Ich wette, sie halten Gareth auf dieser Plattform fest. Sieh sie dir mal an. Ei, ei, Sir. Zu Befehl. Okay. Nein, das sah von außen nicht kleiner aus. Nein. Wie kommst du denn darauf? Okay, nehmen wir das Ding hier mal. Interagieren. Spannen. Und dann zeige ich einfach mal Feuer. Dann trifft man das Ziel. So. Voll ins Schwarze. Ja, voll ins Schwarze und ab nach oben. Und weiter. So muss doch ein Trapezkünstler sich fortbewegen, oder nicht? Nach hier ist wahrscheinlich. Geht es nicht weiter, ne? Nein, natürlich nicht. Ab nach unten. Dann mal ab dahin. Oh. Na dann, Bogen spannen. Und Feuer. Und Treffer. Treffer. Wir kriegen Mützen, aber die Mitte treffen, oder was? Oh. Sei geduldig mit Feuer. ja, hab ich gemacht. Ege. Versenkte Flurquaste. So, und nehmen wir hier nochmal alles mit, was hier so rumliegt. Schick, schick, und weiter geht's. Unserem kleinen Zirkusabenteuer hier. Dann einmal rundherum. Das Ding kaputt schlagen und weiter geht's. Okay, in die Richtung gibt's nichts. Nein. Sehr schön. Aha, sehr schön. Pass auf. So muss das sein. Plus und Minus in den Augen, okay. Was das zu bedeuten hat, keine Ahnung. Wir nehmen doch das mit und dann schnappen wir uns den nächsten Pfeil. Und das ist das erste bewegliche Ziel. Hey, Feuer! Da immerhin gerade noch so getroffen. Hey, ist das Slime-Maske? Interessant. Kommen wir davon da vorne aus noch irgendwie hin, oder? Hätten wir davon da unten aus hinschießen müssen? Ne, hier sind doch Pfeile. Haha. Na, also vorwärts. Schuss. Oh. Und Schuss. Wir müssen also durch die Tonne durch. Dann müssen wir die Tonne runter. Tonne runden. Muss um die Tonne runden. Ja, um die Tonne rum.
Und dann schön in die Mitte und noch ein paar Münzen einsacken dafür und ab nach drüben. Nein, die Münzen verschwinden. Aber du bist Slimemaske. 30 von 60, das heißt 50% aller Slimemasken gehören uns. Hin und her, mein Freund. Vielen Dank. Vorsicht mit dem Trapezenslime! Es geht tief runter! Ja, ich seh's. Danke, Mann. Bin immer vorsichtig. Oh, Trampolin! Oder nee, ist nicht Trampolin. Ist ein Katapult. Dann Feuer. Oh, das zählt sogar noch. Sehr schön. Slime, weich den Kanonenkugel unbedingt aus! Wie gut, dass du das sagst. Ja, ich wollte mich eigentlich treffen lassen, aber jetzt, wo du es gesagt hast, dann stimmt. Man sollte vielleicht doch eher ausweichen. Wenn das Toaster von Gallus sind, macht ihm der Auftrag aber nicht viel Spaß. Ja, ich doch. Ich glaube, das macht ihm sehr viel Spaß. So weit, so gut. Koopa ist aus dem Weg. So, nächste Zielscheibe. Zielen und Feuer. Oh, da kam der Kugel hoch. Zielen, dann nehmen wir mal einmal aus dem Boden und gehen dann dahin. So, ja, wunderbar. Ich wüsste ja gern, wo all diese Kugeln landen. Wahrscheinlich wieder in der Kanone. Sonst könnten die ja nicht unendlich viel schießen. In welchem Zirkus gibt es so viel Munition? Na, ist ja nicht so viel. Wie gesagt, die Kugeln landen ja immer wieder drin. Und ja, dann schießen sie dann einfach immer weiter. Okay, jetzt werden wir schön tröten. So. Und jetzt nochmal schön übers Seil. Okay. Ab nach oben. Super Slime, du bist fast da! Aber nur fast. Vorne müssen wir wahrscheinlich nochmal schießen, ne? Nein, nicht nach unten. Okay, sehr schön. Nein! Okay. So. Münzen, 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 Münzen. Ah. Oh, wir müssen doch nochmal schießen. Ah, 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 ah. Oh, von unten. Und Schuss. Schuss. Wunderbar. Schießen. Und jetzt nach hier oben. Das ist das Trampolin, aber erstmal müssen wir alles mitnehmen, was man mitnehmen kann. Wer weiß, wofür wir die ganzen Münzen später noch brauchen. Das noch alles. Und ab nach oben. Und da weiter und das kaputt machen und weiter nach oben und weiter nach oben und weiter von oben. Ja. Sir Geller, ich bin Sly. Ich werde euch retten. Sei gegrüßt, Freund. Ich muss nicht gerettet werden. Ich bin hier nur in Wartestellung. Für den richtigen Moment. Ja, genau. Wie lange seid ihr schon in Wartestellung? Also, ich nehme an, so etwa 2 Wochen. Okay, wenn ihr zwischen Kanonenkugeln und Flammenringen bleiben wollt, na gut. Ich gehe zu meiner Bande, um den nächsten Schritt zu planen. Ein gutes Argument, Sir. Ja, ich glaube, der Moment ist da. Lasst uns vorstürmen und dem schwarzen Tyrannen, der mich gefangen nahm, eine Lektion erteilen. Wow, eins nach dem anderen. Gehen wir erst zu unserem Unterschlupf. Ja, dann haben wir den Auftrag wohl erfüllt und haben Sir Gareth Cooper in unserer Bande. Mal sehen, was der Schickes kann, außer mit seinem komischen Narrenstab da wackeln. Oh, ein Narrenstab. Entweder ist es noch sein Stab, aber davon gehe ich mal nicht aus, sondern wahrscheinlich ist sein echter Stab schon weg. Als Sir Gareth sich beruhigt hatte, kehrten wir zum Unterschlupf zurück und er berichtete. Das ganze Gebiet war in der Hand eines gefürchteten schwarzen Ritters. Wo er herkam, wusste niemand, aber seine Kraft und technologische Macht war beeindruckend. Er hatte sogar eine Art Roboterwachen entwickelt, die unermüdlich und gnadenlos wache.
Gallith wurde geschnappt, als er es im Alleingang mit den Wachen aufnehmen wollte. Bentley durchsuchte jede Verbrecherdatenbank der Welt, aber ohne Erfolg. Uns stellten sich nur noch mehr Fragen. Hatte Le Paradox einen Verbündeten in dieser Epoche? Und wie war es dem Schwarzen Ritter gelungen, die mechanischen Monster zu bauen? Als wir Sir Gallith erklärten, wer wir wirklich waren, wusste ich nicht, ob er uns glaubte. Aber das war auch egal. Er wetterte los. Wir müssen den Feind bezwingen und die Cooper-Ehre wiederherstellen. Unverkennbar, dass der Typ echt heftig war. Mir war klar, dass wir ihn kurz halten mussten, bis wir herausgefunden hatten, was hier vor sich ging. Ein echter Heißsporn, wie es aussieht. Der scheint auch schon sehr erfreut, dass er erstmal warten muss, wenn man ihn deshalb beobachtet. Na gut, wir können Clutus Lina Allo Macho, oder wie? Drücke zweimal R1, um den Gegner mit einem Clothesline-Move auszuschalten. Okay, Clothesline Allo Macho. Sehr interessant, der nächste Auftrag jetzt wieder mit Slayer. Wahrscheinlich wird das jetzt der Sir Gallus-Auftrag sein. Der erste Auftrag mit unseren netten, lieben Verbündeten ist hier eigentlich immer, ja, mit Sly begonnen und dann auf ihn übergegangen. Wir machen jetzt aber erstmal die Zeitreise. Mit der Zeitreise, oh hier, da sind noch drei Stück. Einmal hier der Schwarze Ritter, wo wir gerade sind. Dann noch eins und dann sind wir wieder ganz am Anfang, wo wir eigentlich ja schon 100% geschafft haben. Naja. Vom Spiel insgesamt haben wir 61% geschafft. Und wir starten erstmal ganz vorne auf Japanisch. Bei El Jefe. Und bei Ryuichi Cooper. Denn dort sind ja auf jeden Fall schon zwei Zielscheiben, an die ich mich noch erinnere. Und zu denen müssen wir erstmal hinkommen. Lalala, Ladescreen, juhu. Wer wünscht sich sowas nicht? Es ist total lustig, diesen komischen Cooper-Masken-Dingens dazu zu gucken. Oh, ich freue mich so, dass in der PlayStation 4, dass Sony da gesagt hat, dass sie versuchen, mit der PlayStation 4 Ladescreens ein Ende zu bereiten. Das wäre ja sowas von göttlich. Nie wieder ein Ladescreen auf der PlayStation 4. Aber dann hat man ja gar keinen Moment, um mal innezuhalten, um mal so ein paar unnütze Kommentare, wie ich sie jetzt gerade mache, mal vom Besten zu geben. Aber sie müssen auch nicht so unbedingt so super lang sein und so super häufig wie in diesem Spiel. Nicht zu vergleichen mit den Wii U-Ladezeiten natürlich, die sind ultra heftig. Also dafür, dass es angeblich eine super neue Mega-Konsole ist von Nintendo, das Beste, was sie hatten, haben sie da reingesteckt, bla bla bla. Die sind einfach mal so gut wie die PlayStation und die Xbox. Vielleicht ein ganz klein bisschen besser, also die hätte ein Jahr später rauskommen können als die beiden, aber keine 5 Jahre später. Und dann auch noch so ewig lange Ladezeiten, das gibt's nicht. Ja, aber jetzt ist ja nicht hier der richtige Zeitpunkt, um über die aktuelle Nintendo-Konsole ein bisschen abzulästern. Die ja gar nicht mal so super schlecht wäre. Wenn, wie gesagt, wenn sie ein bisschen früher rausgekommen wäre und wenn man vernünftige Spiele dafür rausbringt. Verdammt, jede Konsole kann gut sein, wenn man dann vernünftige Spiele dafür rausbringt. Okay, ich finde es auf jeden Fall noch 2 Flaschen. Und ich kann mich noch an 2 Orte erinnern, wo wir nur mit Zielscheiben hinkamen. Hier oben war der Schatz, den wir schon mal mitgenommen hatten, ne? Schubidubidu, Schubidubidu. Hab ich sie schon gesehen, war schon länger nicht mehr hier. Ziemlich genau vor 3 Wochen, wenn heute Part 22 kommt. Ich habe Part... das erste Level ja komplett am zweiten Tag aufgenommen, also ziemlich genau vor 3 Wochen, ja, war ich das letzte Mal hier in diesem Level. Ja, das sind schon mal die Pfeile. Sehr schön. Also, gib mir mal den Pfeil. Und das ist jetzt sehr schwer, das Ding noch zu treffen. Boah, ich hab's tatsächlich getroffen. Hätte ich jetzt nicht erwartet. So, zieh das mal aus und dann drück mal den Hebel nach unten. Irgendwas habe ich mit den Hebeln gleich nicht so richtig verstanden.
Okay, jetzt aber. Lauf! Irgendwas habe ich mit den Hebeln noch nicht so richtig verstanden. Ja. Ist jetzt der zweite Hebel, den wir gefunden haben, und der zweite, wo ich da nicht weiterkomme? Naja, gut. War denn die andere Zielscheibe? War doch irgendwo erhöht, ne? Also die Zielscheibe mache ich jetzt noch. Das Level können wir ja wohl anscheinend immer noch nicht ganz abschließen, weil ich immer noch nicht weiß, wie man das mit den Hebeln da richtig macht. Die kommen da ja auch nur mit Sly hin. Ist ja nicht so, dass ich jetzt erst überlegt, ob wir da mit Murray dann irgendwie draufstampfen und der bricht den Hebel dann ab, weil er so schwer ist oder so, aber keine Ahnung. Aber das kann ja nicht sein, weil der kann ja nicht über solche Seile klettern. Merkwürdig. Ich glaube nicht, dass der die andere Zielscheibe hier war. Das hat mir kurz angehört, als mich dann eine Flasche gehört hat, aber es war, glaube ich, nur Einbildung. Da. Ja, war, glaube ich, nur Einbildung. Gut. Ich will den Part jetzt aber auch nicht wieder so ganz lang machen. Ich laufe jetzt einfach mal zurück. Die andere Richtung. Hier ist auch nichts mehr. Einfach nochmal in die andere Richtung, weil ich glaube, die Zielscheibe war dann doch irgendwo da hinten. Die war doch irgendwo erhöht, oder nicht? Aber schick, wenn man sich mal die Umgebung anguckt, wenn man da oben zum Beispiel so dieses komische Panda-Gesicht da im Berg. Panda-Gesicht? Das ist aber nicht der... Nee, kann ich mir schlecht vorstellen, dass das der Panda-König sein soll. Das ist aber ein bisschen zu weit in der Vergangenheit, denke ich mal. Darf ich, dass sie hier einen Panda-König hinpacken? Oh, hier sind Pfeile. Wo sind die denn hier? Das waren aber nicht die Pfeile, die ich meinte. Ich kann doch unmöglich auch auf dieselbe Zielscheibe schießen sollen. Oder ist da oben irgendwas dran? Ich kann doch unmöglich mit beiden auf dieselben Zielscheiben schießen, oder? Oder soll ich damit auf den Hebel schießen? Das könnte einiges erklären. Tut es aber nicht. Einmal versuche ich es noch. Rein geht auch nicht. Nö. Das ist jetzt noch irgendwie einmal rum um das Ding. Aber ich glaube nicht, nein. Wofür ist das dann da? Der zieht nur in die Richtung. Können doch nicht beide Pfeil- und Bogendinger für dieselbe Zielscheibe sein. Ganz, ganz merkwürdig. Na, okay, komm. 25 Minuten maximal, hatte ich gesagt. Jetzt sind wir schon bei 24. Vielleicht wird es wieder mal 2-3 Minuten länger, bis ich diese letzte Zielscheibe gefunden hatte, die ich eigentlich meinte. Da vertue ich mich jetzt komplett mit dem etwas erhöht. Ist immer noch der Panda-König. Oder ein Vorfahre von ihm. Ich denke aber, hier sind wir in die richtige Richtung unterwegs. Oder? Ist auf jeden Fall die entgegengesetzte Seite. Ja, ich glaube, ich weiß wieder, wo die war. Die war doch bei der goldenen Statue, oder nicht?
Wo ich eigentlich dachte, dass man die klauen kann. Aber wo war denn die Statue jetzt? Die war doch hier irgendwo, oder? In die Richtung. Ich war, oder? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Ich kann mir nur vorstellen, dass es in die Richtung hier war. Lauf, lauf, lauf. Mein lieber Waschbärfreund. Oh nein, du wurdest entdeckt, Juhu. Ja, freu dich, dass du mich getroffen hast. Die ist hier nicht. Wo war die verdammte Drecks... goldene Drecksstatue? Ich hätte schwören können, dass sie hier war. Ich hab dich entdeckt! Oh, ich kenne mich hier noch richtig gut aus, wie man sieht. Nee, nee, die Richtung, die war doch in die Richtung, die wir eben gegangen sind, oder nicht? Die war doch da hinten. Hast du die Slimeatzke, die rausgesprungen ist, oder war das ein Fisch? Das war ein Fisch. Hat aber dieselbe Farbe. In die Richtung war sie, aha. Ah. Oh, das ist kein Fallbogen. Fallbogen ist da drüben. Also ich weiß nicht, ob du es schon gemerkt hast, aber ich bin nicht Ryuichi. Da kann doch nur Ryuichi rüber. Hä? Da kann doch nur Ryuichi rüber. Aber Ryuichi hat doch das Kostüm nicht. Hä? Okay, was ist hier drin? Jetzt sind wir wieder in der Dreckshöhle. Ich verstehe hier gar nichts mehr. Ich krieg hier nichts. Null. Hat sich ja gelohnt, dass wir mit dem Kostüm nochmal zurückgekommen sind. Bei dem einen kriegen wir die Tür hinter dem Zielscheibe nicht offen, bei dem anderen kommen wir gar nicht an den fallen Bogen von der Zielscheibe ran. Naja, gut. Das war's dann für diesen Part, ne? Ich hoffe, ihr hattet super viel Spaß mit dem Kostüm hier in alten Japan. Das hat sich ja voll gelohnt. Ich denke mal, ich mache mich beim nächsten Mal so ein bisschen schlau, was man da denn machen könnte, um dann da tatsächlich irgendwann mal reinzukommen. In die eine Tür und zu der anderen Zielscheibe. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, ne? Also, bis dann und auf Wiedersehen.